So, hallo. Jetzt wieder Modellbahnhof. Wir machen auch gleich weiter mit der Folge 2. Folge 1, da haben wir ja noch ein paar Sachen übrig, wie diese zwei Querbalken. Und ich habe gerade reingeschaut in das zweite Paket und da ist mir noch was aufgefallen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Das war die Tüte jetzt hier zu dem und da drinnen war dann noch die Holzteile. Okay, ich habe sie nicht wieder reingefädelt. Die sind mir gleich entgegengeflogen gekommen. Dankenswerterweise finde ich gut. Muss bloß gucken, ob ich die dann noch richtig beschriften kann oder wir schauen mal schnell, ob die baugleich sind. Also die sind komplett baugleich. Da wird es in der Anleitung nur keine Probleme geben. Die werden wohl dieselbe Nummer haben. Und hier die Teile. Ja, ich glaube, die werden schon ein bisschen besser ausgehen. Aber gucken wir noch mal kurz ins Heft. Da ist mir hier noch was eingefallen. Also die Dokumente, die Hefte, die sehen aus wie neu. Und da gibt es null zu meckern. Nichts geknickt, keine Wasserflecken. Sagen wir so, einwandfrei. Ja, absolut. Sehr geehrter Abonnent. Oh, recht herzlich bedanken für die Bestellung. Jawohl, das ist dann schön, die Lupe und kommt später. Also hier ist nochmal der Hinweis. Don't panic, die Geschenke kommen erst später. Und dann habe ich hier noch gefunden die Rechnung für die erste Lieferung. Deswegen zeige ich das nochmal zum letzten Mal. Postleitzahl 64. Und wir haben hier 4,90 € für die ersten drei Ausgaben. Ja, kann man ja nichts falsch machen. 1 bis 3, die besten machen 4,90. Und das Ganze ist passiert am 1.9.2006. Da ist mir noch eingefallen, wo ich ungefähr da war. Auf jeden Fall hier nicht in dieser Wohnung. Nee, da war ich auf Wohnungssuche. Und ein paar Monate später hat es dann geklappt. Und danach waren ein paar Wochen Ausbauarbeiten angesagt. Also für Modellbau null Zeit, null Interesse. Ich hatte auch in der Zeit keine Modelle, nix, null. Das fing erst viel später an. Na, das aber noch kurz dazu. So, wir machen heute Bauteile. Und die Mittelsektion nenne ich es mal. Ich laber halt immer rum, was mir so einfällt, da ich ja auch keinen seemännischen Hintergrund habe. Also ich bin kein Alteingesessener mit seemännischen Hintergrund. Genau, so kann man es bezeichnen heute. Politisch korrekt. Ja, springen wir aber mal kurz hier drüber, weil ich will mal hinten schauen, was da noch kommt an Geschichte. Erste Aufregung, liffliche Phase der Reinübung. Ja. War das eine Ostsee? Ich glaube schon. Detailansicht, oh, da kommt was auf uns zu. Da werde ich genauso staunen wie die Besucher. Und dann wahrscheinlich nordwärts ziehen, wie es hier steht. Wer ist das Schönes? Lütjens. Name kommt mir bekannt vor. Unterschiedlicher traditionelles Kanu. Was hat das hier drin zu suchen? Weiß ich nicht. Im Schatten des Halbmonds kommt noch was und das war's. Gut. Wie gesagt, Hefter suche ich noch. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich diese ganzen Unterlagen nicht durcheinander bringe. So, jetzt geht es ans Auslösen der Teile und ans Beschriften natürlich zuerst. So, machen wir mal anfangen.
So, jetzt haben wir die Teile rausgetrennt. Das war jetzt manchmal, naja, sehr unorthodox rausgelöst, aber null. Die Klinge darf oder sollte nicht breiter sein wie bei so einem mittleren Cutter, weil sonst mit so einem großen hier kommt man gar nicht so richtig rein. Ich denke mal, mit dem brauche ich es gar nicht probieren, weil die Schlitze zwischen dem Rahmen und dem Teil sind, ist sehr eng. Ja, aber macht ja nichts. Man kommt schon mit klar. So. Bauschritt 1, B7, an das dran geklebte A7, verdammt, das ist A4. War also wirklich gut, wenn er wirklich die Nummern draufschreibt. Also hätte jetzt gedacht, wo ist A7? Warte mal. A1, A4, ups, da, A7, puh, Schreck lass nach, warum blinkt die Kamera? Oh. Geh mal lieber den Akku wechseln, so, Batterie wechseln ist durch. Das geht ja mittlerweile wie geschmiert, das habe ich jetzt schon aufgeübt, so. Was kann man jetzt hier falsch machen? Also. Irgendwie das Ding da dran kleben. So rum. Oder so rum. Baugleich. Jawohl. Dann ist Wurst. Links oder rechts. Muss ja nur aufpassen hier. Okay, dass das passt. Also so rum. Nicht, dass ich noch die falsche Seite einleime. Was kann passieren? Wie jetzt? So, ne? Okay, dann geht's mal auf mit dem Kleben. So, jetzt geht's weiter, hoffe ich. Bauschritt 5, 3, 5, 5, 5, 5. Das haben wir hier gemacht. Tragen Sie den Leim B5 auf. Genau an den Spand anpassen. Lassen Sie den Leim gut trocknen, das macht er jetzt gerade. So, was machen wir dann? Bevor Sie nun... Bindung 12. Schon wieder Spann 7. Also, nun sollen wir den da unten einkleben. Okay.
war jetzt noch nicht ganz ausgehärtet, der Leim. Ich werde es trotzdem machen. Ich habe jetzt aber extra davon Abstand genommen, das hier zu klammern. Viele hätten wahrscheinlich weniger Leim genommen und das Ganze geklammert. Aber in der Anleitung steht ja das nicht drin. Ich mache das jetzt wirklich mal, wie in der Anleitung steht. Da stand nichts mit Klammern drin. Ich glaube, das dürfte auch nicht so schlimm sein, wenn man das mal nicht macht. So, und jetzt geht es darum, dass wir das Teil dann hier dran klebt. Ja, das sollte gut gehen. Das sollte uns gelingen. So. Glaube ich, hier noch ein Klecks drauf. So, hier noch ein Klecks drauf. Damit das dann da auch noch ein bisschen. Ja. Festigkeit bekommt. Lästigkeit, Festigkeit. So. Freut sich doch jeder Holzleinhersteller, wie viel ich da verbau und versau. So. Sehe war wie schon weg. Ja, das muss auch sein. Weiter. A6 bloß draufkleben. A6 draufkleben Richtung Sonne. A6 5. A6. Drinne. Bestreichen Sie. Oh, jetzt bin ich überrascht. 5. Habe ich noch was mit 5? Bestreichen Sie. Spannt 5. Spannt. Ah ja. Mir ist gerade was anderes eingefallen, wo ich meine, da war eine 5 dabei. Boah. Es war aber nicht so. Ja. Also die Beschriftungen sind wirklich wichtig. Es sei denn, ihr habt schon 120 Schiffe gebaut und braucht es jetzt wirklich nicht mehr. Ich denke mal, bei mir, ich muss mir die Arbeit machen. Es ist einfach ein Muss.
Oder ihr habt irgendwelche Bauteile, die so eindeutig sind, wo ihr einfach sagt, nö, brauche ich nicht. Und wenn dann irgendwas dazwischen kommt, ja, irgendwann blickt auch wahrscheinlich der gewiefste Schiffsmodellbauer nicht mehr durch. Und bereut es dann mal. So. Jetzt habe ich auch langsam genug vom Holzleim. Für heute. Was muss ich denn heute noch bauen? Oder kann immer so viel sein. Das sieht schon mal ganz gut aus, das Gerippe. So, Baustelle 10. Oh, sind noch ein paar. Das habe ich gerade gemacht. Setzen Sie den Spann 5 in den letzten freien Schlitz der vorderen Gedöns ein. Spann 5 soll senkrecht stehen. Sie können Kontrolle mit einem Winkelmaß benutzen. Doch, steht da. Gibt es nicht als Bild. Steht da, du sollst ein Winkelmaß benutzen. Muss man mal Ausgabe 1 nochmal schauen, ob da ein Winkelmaß dabei war. Ich glaube schon. Was machen wir denn im Bauschritt 12? Nur gucken. senkrecht, bündig, Mitteil 3. Jetzt kommen die. Legen Sie die beiden Holme 8 bereit. Sie werden auf der ersten Verstufung spannte Mitte befestigt. Wie abgebildet. Also gut, die zwei Dinger. Soll ich noch drauf machen? Soll ich dann eine Passprobe machen? Weil bei den Passproben haben wir immer das Problem, manchmal passen die so gut drauf, dass die gar nicht mehr runtergehen. Ja. So, die Teile waren ja baugleich. Muss noch mal gucken. Holm 8. Andreas Holm. Ein Kornfeldbett. Oder so. Ne? Da müssen wir doch mal gucken, dass das passt hier. Und, schreit nach einer Passprobe. Und, so. Genau, so machen wir das. Also, das ging jetzt alles ohne Gewalt anzuwenden. Man muss natürlich ein bisschen fummeln und damit wird sich dann hier der rechte Winkel ergeben. So, muss man nur gucken, es wird eine wilde Leimerei, wie wir das dann hinkriegen. So, vielleicht, ja, kriegt es halt auch noch ein bisschen Leim ab hier. So. So, jetzt machen wir erstmal nur die Seite. Bei mir geht es ja nicht um den perfekten Modellbau, sondern irgendwie bauen. So, ist ja immerhin mein zweites Schiff, ne? Und mein zweites angefangenes Schiff. Und das ist jetzt die Low-Budget-Variante. Genau. So, passt das so? Oh, let's go. Ich denke mal, wenn ich hier größere Fehler mache, das tut dann nicht so weh wie vielleicht bei dem anderen Modell, was ein bisschen mehr kostet.
Und deswegen, ich versuche die Bismarck natürlich auch hinzukriegen, so gut wie möglich, aber es ist, wenn ich jetzt so sagen will, noch ein kleines Übungsmodell. Genau. Das hängt nur damit zusammen, weil es ein bisschen günstiger war. So, und ich hoffe, dass ich hier dann auch vielleicht mal das Teil vielleicht als erstes beplanke, weil da habe ich ja null Ahnung. Aber so wie ich das gesehen habe, ist die Erstbeplankung auch nicht so wichtig. Also vom Design her nach außen. Es ist erst schon mal so eine Base, eine Basis. Die muss noch nicht so toll aussehen, die muss bloß passen. So, wie soll ich es anders ausdrücken? Ja, vielleicht habe ich es richtig ausgedrückt. Okay, Mensch, bin froh, dass die Holme passen. Auch mit Leim. Finde ich gut. Hätte jetzt ein paar Probleme mehr erwartet. Aber vielleicht kommen die Probleme noch, wenn ich mir das Video anschaue. Weil A, ich muss zu viel rausschneiden und B, ich weiß gar nicht, wo das Mikro gerade rumhängt. Das hängt so halb unter dem T-Shirt. T-Shirt. Niggi. Und wie der Sound ist, ich hoffe, der ist noch annehmbar. So, ach, wie komme ich denn da hin? Ich habe es schon einmal erlebt, wie gesagt, dass mich so eine Bolle, so eine Holzleim-Geschichte, die hat mich echt geärgert, so eine Nase. Da musste noch was reingebaut werden und genau in den Winkel und da war so eine richtig schöne Holzleim ausgehärtete Kugel und habe ich da rumgemacht. Deswegen tupfe ich lieber hier noch ein bisschen rum, dass ich dann vielleicht an einer anderen Stelle in so ein Problem nicht mehr reinkomme. Mensch, das sieht ja schon ganz gut aus. Bin ich jetzt durch? Ja, ich I am so durch. Ah, da sagt der Lorch. Das war's für heute. Na, gehen wir mal Hände waschen. Oder noch Sachen naschen. Jo, ich hoffe, es war sehenswert. Und bis jetzt muss ich sagen, dieser Kauf von dem Modell, na warum nicht? Ich hoffe, es geht so weiter in Sachen Qualität. Und naja, von mir brauchen wir gar nicht reden. In dem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und macht's gut und bis zur nächsten Folge. Euer Mann ist noch nichts, der Modellraum. Achso, Ordner so immer noch. Tschüss.